Das ist es, das Schloss ist... Ich erinnere mich, natürlich, dort habe ich... Prinzessin! Was war das? Hat eben ein Blitzdeinhorn getroffen. Das ist meine himmlische Extremität. Und kein Horn. Nun, es wirkt in Ordnung. Es ist unverkennbar, meine treue Dienerschaft. Die Prinzessin ist hier. Ganz recht, Prinzessin Liddell aus Schloss Levis. Das ist doch die Prinzessin, die du suchst, oder? Korrekt. Ich diene ihrer königlichen Hoheit Prinzessin Liddell. Ich denke mal, Liddell soll die heißen. Es würde sich ziemen, ehrfürchtig von ihr zu sprechen als Dienerschaft des Dieners ihrer Majestät. Ja, also es tut mir leid, dich zu enttäuschen, aber wer sie treffen will, bekommt nur schwer eine Audienz. Warum? Genug der Rätsel, erkläre es mir auf eine Weise, die Sinn ergibt. Bei einer widersinnigen Situation wird das schwierig. Niemand hat je Schloss Levis betreten oder zumindest sagt man das. Wie ist das möglich? Die Tore zu Schloss Levis haben sich noch nie geöffnet. Es heißt, dass eine Adelsfamilie von hoch oben im Schloss über das Volk wacht. Aber niemand konnte es je betreten und prüfen, ob das auch wirklich stimmt. Es hat auch noch nie jemand Anzeichen von Menschen im Inneren gesehen. Das ist alles, was wir sicher wissen. Anders ausgedrückt, Prinzessin Liddell hat noch nie jemanden eine Audienz gewährt. Wir können also nicht bestätigen, ob die Leute da drin am Leben oder tot sind. Niemand hat sie auch nur gesehen. Wenn sie noch leben, dann müssen sie eine überaus faule Königsfamilie sein. Sie beobachten einfach den Alltag des gemeinen Volks und bieten ihm in Zeiten der Not keinerlei Hilfe an. Wie absurd, ich selbst habe bereits unzählige Male mit Prinzessin Liddell gesprochen. Und ich habe lebhafte Erinnerungen ans Innere des Schlosses in meinem prächtigen Hirn aufbewahrt. Selbst jetzt kann ich sie sehen. Prinzessin! Ich glaube nicht, dass mein Herz mit solch Ausbrüchen mithalten kann. Das ist alles ziemlich mysteriös. In der Tat. Jedenfalls wolltest du eine Erklärung. Es wird extrem schwer, eine Audienz bei der Prinzessin Liddell zu bekommen. Ich werde nicht nachgeben. Und ich werde dich nicht aufhalten. Aber es ist unmöglich, wenn wir diese Zugbrücke nicht überqueren können. Es muss einen Weg geben. Ich frage mich, ob es einen gibt. Es wäre schön, König Levis und Prinzessin Liddell wenigstens einmal zu begegnen. Schade, hat sich die Karte doch nicht vergrößert. Was ist das für ein Spiel? Harvestella. Let's get this over with. Moin, Michi. Now this one, I think we can handle.
Sternweizensamen nochmal bekommen. Einfach gebrochen, ja. Kannst die Gegner brechen. Gibt auch Double Break und sowas. Dann machst du dann noch mehr Damage an denen. Gucken, ob ich hier irgendwelche Sachen fertig habe. Ne, nicht wirklich, ne? Ah, jetzt habe ich noch mal knapp 6000. Ich glaube, die werde ich mir aufheben erstmal. Thank you.
Schalte 8 Tafeln frei, hol dir den Echo-Stein. Ach, ich level die Klassen, wenn ich Leute mitnehme, die die entsprechende Klasse haben, glaube ich. Das ist natürlich gut zu wissen, ne? See you later. Tag Jastix, Dankeschön für 7 Monate, Liebe geht raus. Da hab ich's. Ja, dann würde ich sagen, holen wir jetzt für 3000 unten in dieser Winterstadt den Zugang. Die nächsten Tage kann ich jetzt sowieso nicht sehr viel machen. Und dann wäre es zumindest besser, wenn ich dann die Story weiter vorantreibe. Ah, wir müssen bis um 10 warten. Jetzt haben wir ihm 3000 Münzen gegeben. Eine Freude, mit euch Geschäfte zu machen. Ich zeige euch den Weg, wenn ihr soweit seid. Gebt mir einfach Bescheid. Mein Name ist übrigens Braka. Versucht ihn euch zu merken. Das ist bestimmt eine neue Klasse. Ja. Rächer. Direkt darüber gibt es einen kleinen unterirdischen Korridor. Du wohnst an einem deutschen Ort. Warum? Findest du das merkwürdig? Außerdem kommt man ohne ein bisschen Risiko im Leben nun mal nicht weiter. Warte einen Moment, es ist unmöglich, dass der Orden diesen Tunnel nicht schon längst gefunden hat. Nee, keine Sorge, niemand im Orden kennt diesen Weg. Ich glaube, er wurde von wem gebaut, der gegen den Orden rebellierte. Aber diese Zeiten sind lange vorbei und niemand würde ihn heutzutage mehr benutzen. Das ganze Ding sieht aus, als bräche es jeden Moment zusammen. Selbst wenn sie jemanden hier vermuten würden, hätten sie zu viel Angst, demjenigen zu folgen.
kann jeden Moment zusammenbrechen? Das soll bloß abschreckend wirken. Raka, nur benutzt den Zugang dauernd, also ist es bestimmt sicher genug. Klingt logisch, was das Mädel sagt. Gehen wir. Der RX-Man, moin! Wir sind da. Das war einfacher als erwartet, weil ich dauernd hier herumrenne. Ein Neuling würde eine Welt des Schmerzes kennenlernen. Eine Welt des Schmerzes? Wir sollten uns beeilen. Du hast recht, Braka, ich verlasse mich darauf, dass du tust, wofür wir dich bezahlt haben. Was meinst du mit wir? Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, hat dein Freund mich bezahlt. Also, das war bestimmt das, was Kevin auch sagen wollte. Genau, was sie gesagt hat. Siehst du? Keine Sorge, ihr kommt schon auf eure Kosten. Ich habe sowieso meine eigenen Pläne mit der Chronomalie des Winters, also haltet mich nicht auf. Ich glaube, ich nehme Kämpfer. Pick up the pace, or would you rather I left you here? Let's get this over with. So, haben wir schon mal eine Brücke repariert. Let's get this over. That was a good workout. Ah, warte mal, ich will mal gucken, ob hier in der Ecke was liegt. Ich habe ein Golderz bekommen, geil.
Let's get this over. Just die. Just die. Gehen wir weiter. Nochmal ein Golderz, sehr schön. Da kann ich meine Waffen jetzt, glaube ich, bald aufwerten wieder. Alter, was ein Riesenvieh. Mr. Monkey-Kisten geben sowieso nie irgendwie was Seltenes oder so. In erster Linie. Geben die nur Materialien. Einsiedlerwurzel. Keine Ahnung, was ich damit will. Muss halt sagen, das ist der erste Ableger von dem Spiel, Harvestella, ne? Das ist ja ein quasi neues Franchise, was Square Enix da so versucht. Ich finde, fürs erste Game haben sie das schon gut umgesetzt, ne? Wenn da mal ein neuer Teil kommen sollte, ein weiterer Ableger, weil es gut ankam oder so, dann denke ich mal, werden die entsprechend alles noch weiter ausbauen. Aber ich fand's jetzt... Also ich find's bis jetzt nicht schlecht, das Game. Wartet. Was ist los? Ich spüre ein paar große. Und sie wirken nicht besonders freundlich. Was ist das? Eine Art Söldnerinstinkt? Könnte man so sagen, wir müssen besiegen, was immer vor uns liegt, wenn wir weiterkommen wollen. Wir haben es geschafft. Nein, das haben wir noch nicht. Das ist nicht gut. Was ist nicht gut? Ich würde behaupten, wir haben keine Zeit, hier herumzustehen und das in Ruhe zu besprechen. Warte einen Moment, das ist aber nicht fair. Es hat seine Freunde zur Hilfe gerufen. Wie? Wer hätte gedacht, dass es so beliebt ist? Was ist das für uns? Trete zurück. Wer ist da?
Du solltest an deinen Manieren arbeiten. Du bist es. Als man mir sagte, jemand wäre hier eingedrungen, hätte ich nie gedacht, dass ihr das wärt. Was macht ihr hier? Wir wollen eine große Fee retten. Wir müssen uns die Chronomalie ansehen. Die Chronomalie? Ihr führt doch etwas im Schilde, oder nicht? Schwester Shrika, egal was sie vorhaben, es ist ihnen nicht gestattet, hier zu sein. Wir müssen sie gefangen nehmen und vor Gericht stellen. Richtig. Nicht gestattet, nicht gestattet. Seid ihr euer Gerede nicht langsam leid? Und was macht ihr überhaupt hier? Seid ihr die großen Wächter der Chronomalie oder wie? Das sind wir nicht. Die Chronomalie liegt jenseits des menschlichen Verständnisses. Sie wacht über uns und alles, was wir tun. Was für ein primitiver Gedanke. Haltet ihr sie etwa für eine Art Gott? Ihr wisst, dass es Gott nicht gibt, oder? Die Wahrheit wird eines Tages ans Licht kommen. Was tut ihr dann, wenn es euch wie Schuppen von den Augen fällt? Schwester Shrika, seine Eminenz, hat uns befohlen, die Eindringlinge festzunehmen. Du hast recht. Verstanden. Führt sie ab. Beginnt mit der Inquisition. Junge, was? Bringt die Gefangenen hierher. Haben wir unsere Gefangenen früher wirklich so schlecht behandelt? Wenigstens stehen wir zusammen hier. Soll ich mich jetzt etwa besser fühlen? Ich kann nicht an einem solchen Ort eingesperrt bleiben. Und wo ist Bracca? Ich habe nur eine Sekunde nicht hingesehen und weg war er. Seine ehrwürdige Exzellenz Siegfried, Patriarch von Argen. Das ist also der Patriarch. Wegen ihm stecken wir erst in diesem Schlamassel. Ist das nicht Shrika da neben ihm? Ich frage mich, was sie wohl denkt. Ruhe! Oh, heiliger Stein der Jahreszeiten, in deiner Gnade richten wir die verlorenen Seelen, wie die Chronomalie es gebietet. Beginnen wir. Inquisitorin, führe ihre Sünden auf. Eure Eminenz, die Sünder wurden in der heiligen Chronomalie-Höhle aufgegriffen. Sie stehen vor Gericht für die Entweihung eines solch heiligen Bodens. Ihre Fußspuren zufolge wollten sie das Zentrum der Höhle erreichen, den Sitz des Steins der Jahreszeiten. Dies sind keine gewöhnlichen Schurken. Wir glauben, ihre Absichten waren von rein bösartiger Natur. Verstehe. Eine Frage an die Angeklagten. Was habt ihr euch erhofft, im Zentrum der heiligen Chronomalie-Höhle zu erreichen? Also, Kevin, wir dürfen nicht leichtsinnig antworten. Das können wir nicht sagen. Stumm zu bleiben wird euch auch nicht weiterbringen, denn so erscheinen eure düsteren Absichten nur noch deutlicher. Ihre Schuld scheint unbestreitbar. Rufen wir Zeugen auf, die die Schwere der Sünden dieser Angeklagten bezeugen können. Wir rufen die erste Zeugin auf. Ich habe es gesehen, ich habe alles gesehen, wie sie im Verborgenen flüsterten und Pläne schmiedeten. Ich habe gesehen, wie sie einen Mann bezahlten, der von Dunkelheit verhüllt wurde. Täuscht euch nicht, sie sind dort zweifellos einen bösen Pakt mit dem Teufel eingegangen. Das ist alles, was ich gesehen habe. What the fuck, der hat mir 100 abgezogen und jetzt ist das auch noch ein Verhängnis. Nächster Zeuge in den Zeugenstand. Ich bewachte die heilige Chronomalie-Höhle. Sie waren dort, als der Widerständler sie stürmte, aber... Ich habe niemanden gesehen, dass sie zu dieser Zeit
anwesend waren, lässt mich glauben, dass sie den wahren Täter decken wollten. Ja, da besteht kein Zweifel, es ist wahrscheinlich sündhaft. Ich habe alles gemacht, wo die mir jetzt eins auswischen können mit. Das ist alles, was ich zu sagen habe. Der letzte Zeuge, trete vor. Vergebt mir, denn ich habe gesündigt. Ich sah die Sünde, als ich mein Floss Indulgentia fallen ließ. Diese Schurken fanden sie. Von dem, was ich gehört habe, wollten sie sie für sich behalten. Was? Wäre ich nicht zurückgekommen, hätten sie sie mit Sicherheit gestohlen. Das ist das Ende meiner Darstellung. Der Dreckige! Was geht hier vor? Sie verbiegen die Wahrheit so, dass wir als ruchlose Verbrecher dastehen. Es ist nun klar, dass die Abgründe ihrer Sünden tiefer liegen, als ich es mir je hätte vorstellen können. Eure Eminenz. Ja, mein Kind. Sollten wir den Sündern nicht erlauben, sich gegen diese Anschuldigungen zu Wehr zu setzen? Wir dürfen nicht einfach annehmen, dass die Zeugen die reine Wahrheit sprechen. Das wird nicht nötig sein. Oder glaubst du den Worten eines Sünders eher als denen des Hüters einer Floss Indulgentia? Mit allem Respekt, eine Floss Indulgentia sollte nicht den Sozialstand einer Person bestimmen. Außerdem glaube ich nicht, dass es jemanden von jeglicher Sünde freispricht. Shrika, du bist erschöpft. Bitte ruh dich etwas aus. Sobald die Inquisition beendet ist... Seine Eminenz verkündet sein Urteil. Jawohl, die Sünden dieser Verbrecher sind unbestreitbar. Es reichte ihnen nicht, heiligen Boden zu entweihen. Sie säten auch Zwietracht und begannen sogar Diebstahl. Es gibt nur eine angemessene Strafe für jene, die sich der Gnade der heiligen Mutter entziehen. Hinrichtung! Das könnt ihr nicht! Aber wir haben das alles nicht getan! Ins Verlies mit euch. Eingekerkert zu werden fühlt sich ziemlich merkwürdig an. Apropos, ich möchte ja nicht naiv erscheinen. Aber Hinrichtung heißt, dass sie uns töten werden, oder? Es bedeutet in dieser Zeit nicht zufällig was anderes. Ich kann nicht glauben, dass ich so sterben werde. Ich werde nie wieder in meine Zeit zurückkehren. Wir müssen einen Weg hier rausfinden. Ich habe viele Gefängnisfilme gesehen, aber das bringt uns hier wohl nicht weiter. Es sieht nicht gut für uns aus. Jetzt, wo es so weit gekommen ist, wünschte ich, ich hätte mehr Zeit mit meinen Eltern verbracht. Wie war deine Mutter so? Du wählst einen merkwürdigen Zeitpunkt für diese Frage. Ach, ist ja auch egal. Wir werden wohl sowieso hier sterben. Wir waren nicht gerade eine normale Familie. Selbst zu meiner Zeit. Meine Eltern waren beide Forscher. Da war es natürlich logisch, dass ich auch Forscherin wurde. Ich wurde sogar als eine Art Wunderkind gefeiert, obwohl das für mich eine schmerzliche Erinnerung ist. Es gab Leute, die meinten, ich würde nur auf der Erfolgswelle meiner Eltern mitschwimmen. Es ist also nicht so, dass wir uns nicht nahe standen. Ich habe mich nur irgendwie von ihnen distanziert. Obwohl wir zusammen Familienurlaube unternahmen und immer viel Spaß hatten, als ich klein war. Familienurlaube? Naja, als ich älter wurde, hatte ich kaum noch Zeit für sowas, weil ich mit meiner Forschung beschäftigt war. Aber ich weiß noch, wie wir zusammen Vergnügungsparks besucht haben, als ich noch jünger war. Wie mein Herz auf der Achterbahn pochte, wie die Lichter bei der Abschlussparade funkelten. Es war wie eine Traumwelt. Ich wollte immer wieder dieselbe Achterbahn fahren und nervte meine Eltern damit. Und ich weigerte mich zu gehen, als der Park zumachte. Ich kletterte sogar auf einen Turm. Meine Mutter war so wütend. Das sind meine einzigen schönen Kindheitserinnerungen. Sie schenkten mir nach dem furchtbaren Unglück Kraft. Was für ein Unglück war das? Es gab eine Katastrophe, die den Tod unseres Planeten ankurbelte.
Ich forschte nach einer Lösung. Darum ist es so wichtig, dass ich in mein Zeitalter zurückkehre, verstehst du? Ich darf hier also nicht sterben. Irgendwas müssten wir doch gegen diese Wärter unternehmen können. Ihr sollt also auch hingerichtet werden, was? Es werden noch andere hingerichtet. Yep. Die gefährlichsten werden wohl kurz und schmerzlos hingerichtet. Alles Gute kommt von oben, nichts für ungut. Alles Gute kommt von oben, also nutzen Sie ein... Was? Guillotine? Oder sollten wir uns auf den Galgen gefasst machen? Was weiß ich? Ich habe nur die Schlüssel. Ich weiß nur, dass ihr zur heiligen Chronomalie-Höhle gebracht werdet. Was? Apropos, in letzter Zeit gibt's hier echt viele von euch. Beschert mir einen Haufen Mehrarbeit. So läuft's hier, seit dieser Tempel Indulgentia gegründet wurde. Vorher war es schön ruhig und friedlich. Der Tempel und seine Blume. Was soll diese Floss Indulgentia überhaupt? Ach die, der Name deutet's schon an. Eine Indulgenz, Nachsicht, spricht den Träger von seinen Sünden frei. Laut dem Patriarchen entstand das Silentium, weil Menschen furchtbar sündhafte Wesen sind. Mit der Floss Indulgentia können wir uns von diesen Sünden freisprechen und diese grässliche Jahreszeit fernhalten. Das ist doch absurd. Und ich nehme an, alle hier glauben diesen größwahnsinnigen Quatsch. Wenn du es Verblendung nennen willst, liegst du falsch. Der Patriarch hat seinen Orakel. Das spricht nur die Wahrheit. Und genau sowas würde jemand mit Hang zum Größenwahn behaupten. Meine Güte. Ich wünsche, jemand würde mich von diesem Idioten freisprechen. Wie bitte? Ach nichts, ich rede mit mir selbst. Tja, hättet ihr einfach seine Wahrheit akzeptiert und eine Floss Indulgentia getragen, wärt ihr nicht in dieser Lage. Ich wette, jetzt wollt ihr doch eine, stimmt's? Sowas brauchen wir nicht. Denk dran, Lügen ist eine Sünde. Ich sehe es doch in deinen Augen. Du willst eine Floss Indulgentia und ich kann dir helfen. Ich habe nämlich nicht wenige davon und wäre auch bereit, dir eine zu geben gegen ein kleines Sümmchen. Die sind nicht gerade günstig zu haben, aber wenn du eine hättest, könntest du dein Todesurteil aufheben. Also, was sagst du? Ich kaufe keine. Bleib dir treu, diese Blume ist es nicht wert. Bracker, wo zur Hölle hast du gesteckt? Das könnte ich euch auch fragen. Ihr wisst schon, dass ihr es mit Missionaren vom Orden zu tun habt, oder? Es ist sinnlos zu bleiben, wenn euch einer davon über den Weg läuft, sonst landet ihr hier. Wie bist du hier reingekommen? So weit würde ich nicht gehen. Ich habe einfach eure Stimmen im unterirdischen Korridor schallen gehört. Ist der hier in der Nähe? Ja, dann hatte ich wohl doch recht mit meiner Vermutung, dass er von Widerständlern gebaut wurde. Er ist mit diesem Verlies verbunden. Ich wusste gar nicht, dass es diese Route gibt, zumindest bis jetzt. Trotzdem, ich bin froh, dass du hier bist. Vielen Dank, Braka. Es war abgemacht, dass ich dich bis zur Chronomalie bringe. Schon vergessen? Du kriegst nur, wofür du bezahlt hast. Hier hält uns nichts mehr. Ich würde sagen, es wird Zeit für einen Gefängnisausbruch. Das Verlies haben wir hinter uns. Was jetzt? Hey, was war das? Stürzt der Korridor jetzt endgültig ein? Ich will nicht lebendig begraben werden. Ich doch auch nicht. Keine Sorge, dieses Rumpeln kam von näher an der Oberfläche. Wahrscheinlich ist in der heiligen Hauptstadt was los. Sehen wir es uns an. Also ich find's Memroy sehr geil, das Game. Mir gefällt's sehr gut.
Meine Güte, ist Doxa nicht da drüben? Ah, ja, stimmt. So eine Lawine habe ich ja noch nie gesehen. Genau, wie das Orakel prophezeit hat. Doxa fällt einer großen Katastrophe zum Opfer. Das Orakel hat uns gerettet. Die Prophezeiung des Orakels, dass es zu einer großen Katastrophe kommen soll, hat sich wohl bewahrheitet. Das Orakel was? Das Orakel des Patriarchen hatte recht. Los, wir sollten uns auch taufen lassen. Ja, du hast recht. Diese Ziegfield kriegt genau, was er wollte. Wenn es so weitergeht, laufen bald alle in Argen mit so einer Flossindulgentia rum. Was ist mit der roten, die du trägst? Das habe ich auch schon gefragt. Im Verlies wirkt es so, als wüsstest du genau Bescheid. Ich dachte, ihr hättet was bei der Chronomalie zu erledigen. Ich halte mich aus euren Angelegenheiten raus, also solltet ihr euch auch aus den Angelegenheiten anderer raushalten. Meine Pflichten sind für heute erfüllt. Ich gehe wieder in mein Versteck. Wenn ihr zur Chronomalie zurück wollt, wendet euch ein andermal wieder an mich. Er hat doch was zu verbergen. Aber darum können wir uns später kümmern. Tun wir jetzt erstmal, was er sagt und teilen uns auf. So, und schlafen. Sehr schön, Level 37. Oh, Sprinkler Level 2, Uferbiom Level 3. Take care out there. Schloss Levispresse. Prinzessin wird erwachsen. Liebe Bürgerinnen und Bürger, die Volljährigkeitszeremonie der Prinzessin von Levis wurde vor kurzem abgehalten. Wir erwarten nun, dass sie eine aktivere administrative Rolle an der Seite des Königs übernimmt. Freuen Sie sich auf eine verbesserte Führung durch unsere noble Königsfamilie Levis. Geht's nur mir so oder ist es plötzlich unheimlich still? Ihr zwei! Oh oh, wir sollten gehen, Kevin. Wartet! Darum bin ich nicht hier. Wie bitte? Grandpa Line, danke schön für 3 Monate. Warum bist du dann hier? Naja, die heilige Hauptstadt ist komplett leer. Tersites, was ist mit dem Verlies? Nichts, abgesehen von den geflüchteten Gefangenen, hier sind alle anderen Sünder verschwunden. Wie ist das möglich? Was zur Hölle ist passiert? Tja, nun, wo soll ich anfangen? Um direkt zum Punkt zu kommen, jeder Gläubige in der Stadt ist über Nacht verschwunden.
Er hat recht, sowohl Zivilisten als auch Priester. Ich glaube, außer uns ist niemand mehr da. Was glaubt ihr, wo sie hin sind? Das ist die große Frage. Wir haben die ganze Stadt abgesucht, bis auf die heilige Chronomalie-Höhle. Das denkst du also auch, was? Was soll das heißen? Der Eingang wurde stärker abgesichert. Nicht mal Missionare durften rein, aber der Priester, da benahm sich komisch. Murmelt immer nur was davon, dass uns der Zutritt verboten sei, wie besessen. Ich bin erst seit einem Jahr Priester, aber eine Missionarin wie Shrieker abzuweisen, kommt mir verdächtig vor. Aber es ist ja nicht so, als könnten wir einfach reingehen und nachsehen. Nehmen wir doch den geheimen Zugang. Willst du es ihnen wirklich verraten? Ach, was sag ich da? Natürlich willst du das. Welchen Geheimzugang? Wenn ihr zwei versprecht, mit uns zu kooperieren, helfen wir euch, in die heilige Chronomalie-Höhle zu kommen. Zusammenarbeiten? Mit euch? Dass ich nicht lache. Warte doch mal, Ters. Es gibt wirklich keine andere Möglichkeit. Na schön. Wenn du dich mit Freveln zusammentun willst, nur zu. Und jetzt entschuldige mich bitte. Moin, Chris Leax. Aber Ters... Kommst du mit uns mit? Nein, für Versicherung ist jetzt der falsche Moment. Bitte zeigt mir den Weg zu eurem geheimen Zugang. In Ordnung, finden wir schnell noch Bracca. Ace Blackfire, moin. Du bist also doch gekommen. Ich habe mich schon gefragt, was... Entschuldige die Störung. Ein interessantes Heim. Hey Kevin, du bringst eine Missionarin her? Verrätst du mich jetzt etwa? Zeit, dass du für deine Sünden büßt. Hey, kannst du... Bitte versuchen, die Lage nicht weiter zu eskalieren? Komm einfach zur Sache. So sieht's also aus. Das reicht trotzdem nicht, um mich dazu zu bringen, einer Missionarin zu vertrauen. Was ist mit dir, Shrieker? Viramant. Da wir jetzt alle zusammenarbeiten, sag uns doch, was du weißt. Man sollte keine voreiligen Schlüsse ziehen. Nicht so schüchtern. Soll ich etwa glauben, dass du in all der Zeit an Siegfrieds Seite nichts gehört hast? Seine Eminenz. Ja, vielleicht habe ich etwas gehört. Was meinst du damit? Es ist ziemlich wahrscheinlich, dass Siegfried für das verantwortlich ist, was gerade passiert. Das denke ich auch. Seine Eminenz hat den Zugang zur heiligen Chronomalie-Höhle untersagt. Außerdem treibt er sich in letzter Zeit immer öfter dort herum. Er muss da drin etwas verstecken. Und ich wette, das hat was mit dem plötzlichen Verschwinden der Stadtbewohner zu tun. Der Patriarch führt nichts Gutes im Schilde. Er kam mir schon immer verdächtig vor. Aber... Was meinst du, Shrieker? Ich kann nicht glauben, dass seine Eminenz den eigenen Anhängern etwas Bösartiges antun würde. Nachdem er Ters und mich aufgenommen hatte, als wir zu Waisen geworden und alleine waren. Er ist also wie ein Vater für dich? Ja, das könnte man wohl so sagen. Auch wenn ihr nicht blutsverwandt seid, nein, genau deswegen bist du ihm sicher unermesslich dankbar. Aber dich erwartet wahrscheinlich eine holprige Fahrt. Wenn du nicht bereit bist, den Patriarchen zu konfrontieren, dann steig jetzt aus. Es wird dir niemand verübeln. Nein, ich kann jetzt nicht aussteigen. Ich bin Missionarin. Ich folge dem Dogma der Heiligen Mutter. Für sie werde ich alles auslöschen, das dem Orden schadet. Selbst wenn diese Bedrohung der Patriarch ist, werde ich sie aufhalten. Er hat mich aufgezogen. Er ist wie ein Vater für mich. Darum muss ich es sein, die seinen Misstaten ein Ende bereitet. Ich denke, das ist ein Kind seinen Eltern schuldig. Na schön. Aber übernimm dich nicht. Ich will nicht, dass du mir in die Quere kommst. Okay, Kevin. Damit ist wohl alles gesagt. Zeit zu gehen.
Und noch eine Klasse kriege ich. Pilger. Oh, krass. Der macht Magieschaden sogar. Die Klasse nehme ich auch rein. It feels weird coming here with someone who's not a priest. Ja, gefällt mir jetzt schon die Klasse. Also der Damage ist ja jetzt schon geisteskrank, ne? Also wie krass geht die denn ab, wenn die hochgelevelt ist? Eisstein. Moin Letty Poof, freut mich zu hören, dass dir das Spiel gefällt. Erstmal hier lang. This is not going to be an easy opponent.
Das Wintermonolith aktiviert sich und die Umgebung verändert sich. Okay. Welches Game ist das? Harvestel heißt das Game. Harvestella. So eine Kombination aus Stardew Valley und Final Fantasy, kann man sagen. Sehr schönes Spiel. Also mir macht sehr viel Spaß. Wenn ihr überlegt, euch das Game auch zu holen, meine Empfehlung, checkt Instant Gaming aus. Da kriegt ihr das Game günstiger. Wenn ihr supporten wollt, Ausrufezeichen IG. Das ist mein Reflink. Ja, und da könnt ihr euch das Game quasi günstiger holen. Da zahlt ihr nicht den Vollpreis für. Schade, ich habe keine Bombe. Was ist das? Die Flos Indulgentia. Hier wurden sie also gezüchtet. Rika, hast du mit dem Patriarchen je über diese Blumen gesprochen? Die Flos Indulgentia sprechen uns von unseren Sünden frei. Menschen kommen sündhaft zur Welt. Das Silentium entsprang dieser Sünde. Die Blumen reinigten uns und das Land. Je öfter du das sagst, desto fragwürdiger klingt es. Natürlich glaubten ihm anfangs selbst seine frommsten Anhänger nicht. Es wurde über diese seltsame Blume, die der Patriarch den Leuten plötzlich aufdrängen wollte, getuschelt. Doch als sich die Chronomalie veränderte und Unheil die Stadt heimsuchte, zur Rettung klammerte man sich an alles. Sein Orakel prophezeite Katastrophen, die auch prompt eintraten. Das rettete Hunderte von Leben. Irgendwann gab es Gerüchte, dass jeder, der die Reinheit der Flos Indulgentia nicht anerkannte, verdorben sei. Die Leute waren verrückt nach der Blume und bevor man sich versah, war sie wichtiger als das Gebet. Aber ich konnte nicht fassen, dass unser Glaube sich so verändern würde. Der Glaube liegt im Gebet, entspringt den Wünschen des Herzens. Er ist nichts, was man sich an die Kleidung steckt. Aber was sollte ich denn tun? Das menschliche Herz ist flatterhaft. Es sucht stets nach der einfachsten Lösung. Währenddessen breitet sich die Flos Indulgentia in der ganzen Stadt aus. Aber niemand kannte ihren Zweck.
Und verrätst du uns jetzt endlich, was dieser Zweck ist? Du weißt es, oder? Shrika, ich habe eine Frage an dich. Die, die zurückgelassen wurden, tragen sie diese Blume? Wenn ich so darüber nachdenke, nein, das tun sie nicht. Jeder, der keine Flos Indulgentia trug, ist noch in der Stadt. Wie ist das möglich? Das habe ich mir gedacht. Du denkst also, dass die Flos Indulgentia hat etwas damit zu tun? Wenn dem so ist, würde die Erklärung hier furchtbar lange dauern. Geht einfach und seht selbst. Sämtliche Wahrheiten warten da vorne auf euch. Ich glaube, ich kann hier erstmal nicht viel weitermachen. Nee, das werde ich zeitlich nicht schaffen. Ich muss erstmal wahrscheinlich zurückgehen. Ich gucke jetzt noch hier so den Seitenweg. Okay, da ist eine Brücke. Dann gehen wir erstmal zurück nach Hause. Schlafen? So, ein Tag noch bis zum Silentium. Das passt. See you later. Ich wollte sowieso mal schauen. Thank you.
Hey, Cheatime, ist das ein reines Singleplayer-Game? Ja. Ja, wie gesagt, einfach glatt. Also auf Instant Gaming kriegst du es günstiger. Wenn dir das Game wirklich gut gefallen sollte. See you later. See you later. So, dann holen wir noch mal ein bisschen von dem Nektarrohrsamen. Die müssen im Herbst so reinballern, das ist wichtig. Ich muss richtig Geld mit denen machen. Ich hoffe, dass das richtig reinknallen wird, wenn ich von denen den Stuff kriege und verkaufe. Ach, zu früh gedrückt. Ne, Matti, wie gesagt, nach dem Open-End-Livestream werde ich damit loslegen. Ich bin ja durchgehend am Stream. Wie soll ich denn da was machen, groß, weißt du? Ich habe ja gesagt, ich mache meinen Open-End-Livestream und dann lege ich los. Dann geht der Grind da auch los. Ich werde aber immer morgens wahrscheinlich trainieren gehen und so. Damit ich tagsüber meine Streams in Ruhe machen kann. Wie geht's euch denn so, Chat? Alles gut bei euch? Chat ist sehr ruhig wieder. Alle am Entspannen. Willi, dann hoffe ich, dass das alles so erledigt wird, wie du dir das vorstellst.
Kommen auch wieder andere Zeilen, ach klar. Lucy TV, hi! Take care out there. Dann verkaufen wir mal ein bisschen Fisch hier. Mal gucken, was der bringt. Welcome back. So, jetzt ist sowieso Silentium-Tag. Da kann ich nicht viel machen. Oh, die Gerichte bringen aber echt viel. Diese Eier Benedikt haben sich echt gut verkauft. Es hat sich gelohnt. So, mehr kann ich nicht machen, dann gehe ich erstmal pennen. Herbstschauer. Okay, der macht erst um 8 auf.
So, nach Hause. Take care out there. Uferbiom. Es müsste eigentlich perfekt aufgehen. Ja, geht perfekt auf. So, jetzt müssen wir mal gucken. Was ich im Herbst hier anpflanzen kann. Die kann ich im Herbst anpflanzen. Und dann gibt es noch die Karwuffelsamen. Auberginen. Bam! Bam! Bam!
a lot of work ahead of us. Let's get started. So. Das Gärungsfass Level 1, das verkaufe ich. Neue Herbstprodukte. Ah, okay, das habe ich ja schon gesehen. Okay, die haben noch 15 Futter. Walking Gottes, moin, alles fit hier und selbst? Jo, soweit alles gut. Sehr schön. Muss ich nur auf mehr Eier kommen bei dem Dings. See you later. Bye bye. Dann kämpfen wir hier ein bisschen erstmal. Souls on the cave. Here I go!
Ah, hier kriegen wir Fleisch von den Viechern auch. Schon mal gut. Ah, sehr schön. Ich könnte auch mal ein bisschen diese Nebenaufgaben und so machen, ne? Was ist nur los mit ihr? Sie sollte doch längst hier sein. Soll's besser nach Hause gehen. Hm, okay, danke für deine Anteilnahme. Aber ich werde mich nicht vom Fleck bewegen. Nicht bis meine kleine Schwester nach Hause kommt. Sie arbeitet jetzt schon seit ein paar Jahren in Chatola und war seit Ewigkeiten nicht mehr zu Hause. Jetzt, wo die Entführung in Nemia aufgehört haben, hatte ich gehofft, mit ihr wieder vereint zu werden. Sie ist meine einzige kleine Schwester und ich möchte der Erste sein, den sie bei ihrer Heimkehr erblickt. Du kommst jeden Tag hierher? Oh, ich gehe auch zwischendurch nach Hause. Ich verbringe hier nur so viel Zeit, wie ich entbehren kann. Aber ich mache mir Sorgen. Ich kann mich gar nicht erinnern, wann sie zum letzten Mal nach Hause gekommen ist. Sie hat mir sogar geschrieben, dass sie heimkommen will. Vielleicht hat sie es vergessen? Lächerlich. Meine Schwester ist wie eine beste Freundin. Auf keinen Fall würde sie mich vergessen oder ihre Heimat. Natürlich. Warum ist mir das nicht früher eingefallen? Du kommst doch viel rum, oder? Klar tust du das. Hör zu, ich habe eine Bitte. Ich möchte, dass du nach Chatola reist und meine Schwester aufspürst. Wenn du sie auch noch fragen könntest, warum sie noch nicht nach Hause gekommen ist, wäre das noch besser. Ich helfe gerne. Eine so positive Antwort habe ich nicht erwartet. Ich kann von Glück reden, jemanden wie dich getroffen zu haben. Der Name meiner Schwester ist Miss Kela. Vielleicht hast du Glück, wenn du dich in der Bar von Chatola umhörst. Oder Miss Kela? Miss Kela heißt sie bestimmt. Du wirst sie erkennen, wenn du sie siehst. Sie ist so schön wie ein Engel. Ich verlasse mich auf dich. Oh, hier ist noch eine Puppe. Dann würde ich sagen, gehen wir mal nach Chatola. Da können wir auch mal hier eben zum mysteriösen Laden. Dann gebe ich dem mal Puppen.
Bogenzaun grün. Hallo Jungspund, du willst also rausfinden, ob der Barkeeper Dreck am Stecken hat, hm? Wie wär's hiermit? Ich habe echt eine Hammergeschichte für dich. Der Barkeeper war gerade erst in Schatola angekommen, als... Hey, Quasselstrippe, das sollte doch ein Geheimnis bleiben. Schon vergessen? Ach ja, hoppla. Mit dem Alter wird man eben vergesslich. Tut mir leid. Mehr kann ich dir nicht erzählen. Aber wenn du dich mit dem Barkeeper beschäftigst, nimm dich in Acht vor gewissen Leuten. Es wird schon gehen. Solange du nicht zu tief gräbst, werden sie sich wahrscheinlich raushalten. Wie war das? Du suchst nach jemandem. Tja, ich helfe gern, wenn ich kann. Der Name ist Miss Sela. Sela, ja, die kenne ich. Aber was interessiert dich das? Ich habe dich hier noch nie gesehen. Ihr Bruder hat dich also gebeten, nach ihr zu suchen. Dann entschuldige ich mich für mein rüdes Benehmen. Ich passe nur auf sie auf, verstehst du? Ist also nichts passiert? Soweit ich weiß, ist ihr nichts Schlimmes zugestoßen. Vielleicht möchtest du sie lieber selbst fragen. Um diese Zeit arbeitet sie normalerweise drüben am Kai. Oh, hallo, kann ich dir behilflich sein? Du erklärst dir, dass sich ihr älterer Bruder Todd Sorgen um sie macht. Todd, oh nein! Miss Sela, mit wem sprichst du da? Das ist wohl eine Erklärung fällig. Ist etwas passiert? Ah, jetzt verstehe ich. Miss Sellas älterer Bruder macht sich Sorgen und hat dich gebeten, nach ihr zu sehen. Ach, Miss Sela. Ich hatte keine Ahnung, dass du nach Hause gehen willst. Es tut mir so leid, das ist alles meine Schuld. Warum kommst du nicht zurück nach Nimia? Ich fürchte mich davor, Todd von meiner Beziehung zu Haas zu erzählen. Miss Sela und ich sind seit einem Jahr ein Paar. Ich habe schon oft den Wunsch geäußert, ihre Familie kennenzulernen, aber du hast ihnen nichts von uns erzählt, stimmt's? Es tut mir leid. Versteh doch, Todd. Sein Beschützerinstinkt ist gelinde gesagt etwas überzogen. Ich könnte mir vorstellen, dass er mir sogar verbieten würde, zu heiraten. Du meine Güte. Deswegen wechselst du immer das Thema, wenn ich von deiner Familie spreche. Trotzdem, es ist alles meine Schuld. Ich hatte nicht den Mut, Todd die Wahrheit zu sagen. Oh, Miss Sela. Möchtest du lieber hier bleiben? Ich muss zurück. Er macht sich solche Sorgen, dass er sogar Außenstehende auf die Suche nach mir schickt. Ich bin es ihm schuldig, nicht länger vor den Unausweichlichen davon zu laufen. Dann komme ich mit dir. Wir sprechen gemeinsam mit deinem Bruder. Als Paar. Was? Aber... Ich begleite dich nach Nimia. Vielen Dank. Haas und ich gehen nach Hause und packen unsere Sachen. Triff uns am Rand des Jadewalds. Dann reisen wir gemeinsam nach Nimia.
Okay, gehen wir. Ich möchte den Wald vor Einbruch der Dunkelheit durchquert haben. Wir wollen nicht auf Monster treffen. Nur keine Sorge, ich beschütze dich, was auch geschieht. Oh, Hass. Ihr seid ein hübsches Paar. Und trotzdem sind wir uns bei unserem ersten Treffen an die Gurgel gegangen. Ich habe dich gnadenlos aufgezogen, als du neu in Chatola warst. Einmal habe ich dich sogar ins Meer geworfen. Wir waren richtig ätzend zueinander. Ich war wirklich baff. Ich, ein Mitglied der Bürgerwehr, wurde einfach so ins Meer befördert. Ich schätze, das war nicht sehr nett von mir. Ah, zur Hilfe! Was ist das denn? Habt ihr das gehört? Da scheint jemand Ärger mit einem Monster zu haben. Bin gleich wieder da, ich muss helfen. Geh nicht allein! Komm schon, folgen wir ihm. Dann los. Ah. Dann nehmen wir mal hier alles auseinander. Das ist ja sogar der Bruder, ne? Bitte fresst mich nicht. Ich schmecke fürchterlich, ich schwör's. Todd, was macht er denn hier? Ist das dein Bruder? Nein, ich darf nicht sterben, bevor ich Micella ein letztes Mal gesehen habe. Na los, wir müssen ihm helfen. Hast du, schnappst dir Todd. Die sind sowieso schnell down. Easy. Ich lebe noch. Todd? Micella, warum bist du hier? Das sollte ich dich fragen. Was hast du so ganz alleine hier draußen getrieben? Du solltest doch in Nemea bleiben. Ich weiß, meine Sorge um Micella ließ mir keine Ruhe. Deswegen hast du also diese Dummheit begangen. Es tut mir leid, Micella, am Ende warst du es, die sich Sorgen um mich machen musste. Immerhin ist er jetzt in Sicherheit, stimmt's? Es hätte viel schlimmer kommen können. Das stimmt, ich stehe in deiner Schuld. Leider habe ich keine Ahnung, wer du bist. Im Ernst, wer bist du und warum bist du in Gesellschaft meiner Schwester? Wie wär's, wenn wir alle zurück nach Chatola gehen? Hier draußen kann ich meine Gedanken nicht ordnen. Ich habe so viele Quests, jetzt weiß ich gar nicht, welche die richtige hier gerade ist. Du willst wissen, ob der Barkeeper manchmal die Stadt verlässt? Ja, also ich habe mal gesehen, wie er alleine in den Jadewald ging. Schien mir komisch, also fragte ich ihn, wohin er wollte, aber er wich der Frage aus. Ich hab's nie erfahren, aber ich kann's ihm nicht verübeln. In unserem Alter haben die meisten von uns da das ein oder andere Geheimnis. Ah, hier.
Melvin, moin, gut soweit. Und selbst? Charakterhandlung. Okay, hier sind die nicht. Nicht. Hier auch nicht. Jetzt ist die Frage, wo ich am besten hingehen muss, ne? Irgendwie sind die hier nirgendwo, wo ich hingehe. Ah, hier. Ganz hier oben waren sie. Also, wo fange ich an? Ich möchte dich so viel fragen. Doch zuerst muss ich wissen, warum du nie nach Nemea zurückgekommen bist. Ja, die Frage ist berechtigt. Kein Wunder, dass ihnen bei einem so plötzlichen Wiedersehen die passenden Worte fehlen. Die ganze Situation ist zum Weglaufen. Entschuldigt, ich hoffe, es macht euch nichts aus, wenn ich zuerst etwas sage. Hass. Mir macht es nicht aus, aber ich verstehe noch immer nicht, was du mit all dem zu tun hast. Ja, kein Wunder. Nun, ich bin hier, um dich um deinen Segen zu bitten. Todd, habe ich deine Erlaubnis, Missella zur Braut zu nehmen? Hast du gerade Braut gesagt? Du kommst gleich zur Sache. Ich hätte es dir früher sagen sollen, Missella, aber ich habe schon sehr lange darüber nachgedacht. Todd, ich erwidere seine Gefühle. Tut mir leid, dass ich unsere Beziehung von dir geheim behalten habe. Das habe ich aber nicht getan, weil ich mich deswegen schäme. Ich hatte nur Angst, es dir zu sagen, also habe ich es immer weiter vor mir hergeschoben. Bitte, bitte gib uns deinen Segen. Gib ihm eine Chance, Todd. Hass, was ich dir jetzt sage, wollte ich dir von Anfang an sagen. Oh nein. Lass mich dir nochmal danken, Hast. Ich bin dir zutiefst dankbar, dass du mein Leben im Jadewald gerettet hast. Alleine hätte ich es nicht geschafft. Kevin war da und das gab mir den Mut, mich dieser Herausforderung zu stellen. Vielleicht hast du recht, aber am Ende hast du mich gerettet. Ich bin froh, dass Missella so einen guten Mann gefunden hat. Nun gut, ich stimme eurer Ehe zu. Und dennoch gibt's eine Bedingung. Oh, Bedingungen? Einige Bedingungen. Keine Sorge, nichts Großes. Bedingung Nummer 1. Du schreibst mir 4-mal am Tag, morgens, nachmittags, abends und bevor du ins Bett gehst. Bevor ich ins Bett gehe? Bedingung Nummer 2. Du und Hass betet jeden Morgen in meine Richtung. Todd? Bedingung Nummer 3. Ich ziehe nach Chatola und natürlich wird mein Haus direkt neben euren stehen. Wofür brauchst du dann die Briefe? Warte, es geht noch weiter. Bedingung Nummer 4. Todd, Schluss jetzt.
Hm. Okay, haben wir die Aufgabe erledigt. Ich würde sagen, Freunde, wir machen erstmal hier einen kleinen Speicher, beenden die Session und machen hier beim nächsten Mal weiter. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne Bewertung und Kommentar da. Und dann würde ich sagen, sehen und hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss zusammen.